Maestro, kommen Sie zu uns. Gratuliere, gratuliere. Wir sind beeindruckt und fragen uns, warum kennen wir dieses Stück nicht? Warum kennen wir Sergei Taneyev nicht? Wir kennen Alexander, das ist der mit dem Klaviertrio, aber wer ist Sergei? Es ist ein toller Komponist, ein wunderschöner Lehrer für viele Komponisten in Russland. Er hat so viel Musik für Chor a cappella geschrieben. Und die Kantate wie Jan Damaskus, es gehört zu einem brillanten Werk mit Technik, mit Gefühl, mit Atmosphäre. Und ich glaube, gibt es keinen Mensch im Saal, wer kann nur hören und nicht akzeptieren diese Welt. Ja. Also das ist, klingt also so aktuell heute, wenn überall nur Technik, die Motorgeschwindigkeit, Lärm und wenn klingt solche Musik, dann Mensch kommt wieder zurück zur Menschlichkeit. Am Ende geht es, es ist ein Ruf nach Frieden. Ja, das ist, kann man so sagen. Es ist für den Chor eine enorme Aufgabe. Er hat A Cappella-Passagen. Er muss wirklich an die Grenze, so wie dieses Stück, so finde ich, ein bisschen an der Grenze zwischen Leben und Tod stattfindet. Genau, es ist, wir haben es so intensiv geprobt und für jeden Satz und vor allem selbstverständlich die A Cappella-Stelle, das ist spitze und super, schwierig, aber so tiefe Seele liegt in jedem Ton. Und ich bin sehr glücklich, mit diesem Chor zusammenzuarbeiten. Sergei Taneyev, nicht Alexander nochmal gesagt, war ein Schüler von Tschaikowski, der sonst keine Schüler hatte, aber es klingt überhaupt nicht wie Tschaikowski. Sehen Sie, jeder Komponist aus Russland hat eine starke Persönlichkeit. Er sollte nur ein Beispiel und einen Spiegel vom anderen, individuell. Ja. Individuell. Jetzt werden wir nach der Pause Rachmaninow hören, die Glocken. Auch da könnte man sagen, es ist ein bisschen ein mystisches Stück. Es geht schon wieder ein bisschen um Mystik, oder? Naja, sehen Sie, was bei jedes Werk von Rachmaninow, Sie können finden in Partitur ein dies ihre Element. Und im letzten Satz, die Pizzicato, Celli und die Fagotten spielen diese dies ihre. Es ist ein ganz diskret, aber Sie sind vollkommen recht. Es ist eine ganzische Musik und ein bisschen mystisch. Und es ist Glocken, die Glocke, Silberglocke, goldene, eiserne Glocke. Es ist ein Tür in ganz anderer Welt. Die Glocken sind Symbole. Es sind am Anfang ist es eine Schlittenglocke, das ist fröhlich und freundlich. Dann gibt es die Sturmglocke und am Ende ist es die Totenglocke. Es ist wie Pathetik beim Tschaikowski. So ist ähnlich. Ja. Glauben Sie, dass Rachmaninow an den Himmel glaubte, den er da beschrieben hat? Wenn ich dirigiere Werke von Rachmaninow, in diesem Moment, ich habe mit ihm. Okay. So ist. Sie sind schon so lange mit dem Gürzenich-Orchester und wenn Sie kommen, steht meistens Russisches auf dem Programm. Sie haben den ganzen Schostakowitsch gemacht, Prokofjew, Tschaikowski aufgenommen mit dem Orchester. Sie sind ein bisschen zuständig für den russischen Sound des Gürzenich-Orchesters. Wie machen Sie das? Nee, das kann man nicht so sagen, weil ich habe schon hier Richard Strauss, Bruckner, ja auch. Aber wenn zum Beispiel dieses Programm Orchester noch nie gespielt, früher, alle drei Werke Orchester hat heute nur im ersten Mal gespielt. Und das ist auch meine Pflicht, nicht nur immer die gleiche Repertoire zur Wiederholung. Es gibt schon viele Meister, die machen wunderbar Wiener Klassik oder Mahler oder Bruckner oder andere Werke. Aber ich glaube, präsentiere so, was kann man sehr selten zu hören. Ja. Es ist toll und deshalb auch jedes Mal ein Erlebnis. Russische Musik ist ja eine feste Größe, aber man hat immer das Gefühl, wenn man immer nur die Pathetik hört, dann kreist man immer um das Gleiche. Und Sie bringen mal neue Stücke mit. Also es ist wirklich meine Aufgabe. Ja. Und besonders mit meinem beliebtesten Orchester wie Gürzenich. Das Orchester hat auch große Aufgaben, auch große solistische Aufgaben, auch jetzt bei Rachmaninow. Worauf sollen wir achten? Auf die Oboe? Ja. Auf die Flöte. Okay, muss man aber warten. Wir wollen nicht zu viel zu früh verraten. Es ist
sehr anschauliche Musik. Es ist für uns manchmal auch ein bisschen Filmmusik, aber für Sie ist es, glaube ich, mehr. Es ist auch Philosophie, oder? Ich glaube, über die Filmmusik kann man nicht reden. Es ist wirklich eine tiefe Philosophie, Seele und große Menschlichkeit. Und Rachmaninoff ist eine große, tolle Figur, ganz ehrlich, er schreibt, was er fühlt. Und es ist kein Filmmusik, ich sage schon definitiv. Dann nehmen wir das jetzt mal mit in den zweiten Teil. Wir freuen uns sehr, Sie sollen noch ein bisschen Zeit haben, sich auszuruhen. Vielen Dank, Meister. Vielen Dank, Herr Kitajenko. Danke.